Dann einen wunderschönen Morgen zum Espresso-Sonntag mit Monkey Island 3 und jetzt geht's weiter. Letztens haben wir ja dieses Gesicht da eingefügt und wir haben ihm weisgemacht, wir sind ein Meistersuppe. Und wir haben diverse andere Dinge gemacht. Und hier haben wir auch noch einen Haufen zwei Seiten Items. Und die können wir noch kombinieren, hat der Nachtspion gesagt. Monsterchen, du bist auch da. Ich liebe diesen Teil. Huhu, erstmal. Schön, dass du auch da bist. Ja, guten Morgen. Bei meinem alten Headset war es sogar noch länger, 10 Meter oder sowas. Aber dann, das ist dann irgendwie kaputt gegangen. 10 Meter ist aber echt ein langes Kabel. Also das ist schon echt komfortabel, wenn du am PC bist. Und du hast wirklich voll die Freiheiten mit dem 10 Meter Kabel. Kabellose Headsets. Ja, bei kabellosen Headsets ist es so, ich habe das auch schon gehabt. Aber musst immer die Batterien wechseln. Das ist auch blöd. Und deswegen mache ich das eigentlich nicht mehr so gern. Auch bei Maus. Also ich habe hier meine Maus ist immer mit Kabel, weil ich bin genervt von Batterien wechseln. Und jetzt ist es wirklich angenehmer. Ah, wir haben noch Rübfrei. Aber Rübfrei brauchen wir, glaube ich, nicht. Aber wir können kombinieren, hast du gesagt, Nachtspion. Wo könnten wir kombinieren? Tofu-Block. Wir könnten ein Loch in Tofu-Block bohren. Das sieht wie eine Maske aus. Was? Eine Maske? Tofu-Maske? What? Schau ich durch Tofu-Maske. What? Ich kann durch die Maske kaum was sehen. Ich warte besser damit, sie anzuziehen. Das ist aber was für ein Vulkangott. Dass man da durchkommen durch diese Sperre. Dass man durch diesen Türsteher durchkommen, dass man da vorbeikommen. Das wäre das gewesen. Hätte ich mir meinen Schocker Resub vielleicht dafür aufheben sollen. Aber das kannst du eh nicht beeinflussen, Nachtspion, oder? Wenn du reinkommst, dann kommt automatisch das Resub. Oder wie war das bei dir? Eine Freundin von mir, genau, das habe ich gelesen. Moinchen, Maus und Headset im gleichen Farbschema. Zufall. Maus und Headset, echt? Nee, das ist, eigentlich ist meine Maus grün. Das ist grün. Und das Headset ist blau. Aber, ja, so ähnlich, so Zocker, so Gamer-mäßig. Gamer-mäßig eben. Schaut schon schick aus. Ich bin auch ganz begeistert, das ist so, habe ich auch, glaube ich, unten stehen. Das ist Draconia, Shakun Draconia Maus. Und es liegt so angenehm in der Hand. Ist nicht so teuer wie Logitech. Und verschleißt, glaube ich, auch nicht so krass wie Logitech. Ich bin da ganz begeistert. Warum liegt hier Ananasstroh rum? Blabberhof, einen wunderschönen Morgen. Warum liegt hier Ananasstroh rum? Warum hast du eine Tofu-Maske auf? In den Chat wegen. Tag allesamt. Geiler Spruch. Ich habe auch noch nicht gehört. Ich kenne nur das normale Stroh. So, hier raus. Sonst kann man nichts mehr kombinieren, oder? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, das war's. Nee, ich muss Resub ja selbst wieder ansteuern. Ach so, das wusste ich gar nicht. Weil ich habe leider kein Amazon Prime. Und habe auch sonst keinen Sub. Dann kannst du das selbst wieder antriggern. Ah, okay, das wusste ich nicht. Maus sieht hier auch blau aus. Oder ich werde farbenblind. Also eigentlich, nee. Also die ist auf jeden Fall grün. Die ist auf jeden Fall grün. Ich hör's mal hier rein. Das sieht man jetzt gerade nicht so gut. Aber das ist grün. Ist auch so, dass das Licht jetzt gerade sehr hell ist. Und das täuscht vielleicht jetzt auch. Wir müssen zum Dorf. Ah, und vom Dorf kommen wir ins, zum Dings, zum Vulkan. Ich will ein Stein opfern. Das ist auch der Titel heute. Ich will ein Vulkanopfer. So, und jetzt das hier. Komm, eigentlich was essen? Ist Tofu-Maske. Benutze Tofu-Maske, das geht ich auch. Ich werde hier hingehen, sodass er nicht sieht, wie ich sie anziehe. Ah, okay. Gut, mach das. Achso, das ist ein kleiner Felsvorsprung. Zack. Igitt. Endlich bist du da. Komm her, wir sind spät dran mit dem Opfer.
Gott des Vulkans im Innern des Mount Sodbrand. Nimm dieses Opfer. Geil. Er schaut aus wie ein Mensch, aber es ist alles Gemüse und Obst. Mit hohem Anteil an Fasern und bekömmlicher Zellulose. Frei von allem Fett und ungesättigten Fettsäuren. Geil. Auf dass es dich nährt und dein Wohlwollen über unser bescheidenes Dorf bringe. Und dass deine eitrige Kraterbeule nicht in Wallung komme. Okay, Jungs, schmeißt ihn rein. Ihr wart ein wunderbares Publikum. Danke und gute Nacht. Geil, Marshmallows. Marshmallows. Wie cool. Sehr geil. Kann man die nehmen? Nö. Zitronenbirne. Wie heißt er? Bananenbirne. Nö, steht nichts dort. Die Ananasbirne kann man auch nicht ansprechen. Ihn kann man ansprechen. Drücke, drücke Zitronenbirne, genau. Schubs sie rein. Ihn will ich nicht in den Vulkan werfen. Okay. Sprich mit Zitronenbirne. Hier kann man bestimmt irgendwo Opfer anbringen, oder? Nee. Ich möchte ihn überzeugen, dass er einen Stan mitnimmt. Ihr füttert den Vulkan mit Puppen in Menschenform, die aus Gemüse bestehen? Ja, das tun wir. Sherman ist kein strenger Vegetarier, aber fettes Essen kann ihm schlimme Verdauungsstörungen bescheren. Sherman. Einigen wir uns auf die Kies. Es könnte aber echt türkis sein. Nee. Nee, es ist grün, grün. Würde auch der Kies sagen. Sagen wir türkisgrün. Gegrillte Ananas. Oh, gegrillte Ananas. Das wäre es wirklich. Oh, jetzt habe ich voll Bock auf gegrillte Ananas. Aber ich habe hier Erdnussbutter-Toast. Ich habe jetzt irgendwie noch voll Hunger bekommen. Und es gibt Espresso dazu. Dann muss ich einmal gleich mal Espresso trinken. Zum Espresso Sonntag. Da hinten kann man aber nichts mehr anklicken. Nee, es geht nur Zitronenbirne. Hm, aber ich kann bestimmt einen Stan jetzt irgendwie aufwiegeln, dass er jetzt vorkommt, oder? Ich gehe mal zum Stan. Es geht bestimmt. Der latscht ganz schön lang. Ich wollte eigentlich weg hier. Normal kann man ja doppelklicken und dann geht er sofort weg. In dem Fall geht es jetzt nicht sofort. Ja, muss man warten, bis er runtergelatscht ist. Jetzt zieht er bestimmt den Dings, die Tofu-Maske aus. Ah, deswegen, ja. Okay. Der Sound ist geil. So, die Windmühle. Boah, das müssen wir auch noch machen mit der Windmühle. Aber da haben wir doch jetzt, haben wir nicht irgendwas bekommen? Nee. Das mit dem Nagel ging ja nicht. Da brauchen wir nur irgendwas. Ja, da brauchen wir nur irgendwas. Ich weiß bloß nicht was. Einen Haken oder sowas. Da ist der Stan. Stan, Alter. Ich hab die Idee. Willkommen zurück bei Stans Allgemeine. Sprich mit Stan. Ich hab die Idee für dich. Geh in den Vulkan. Volle gute Idee. Ich möchte das Geld für diese Police ausbezahlt bekommen. Aber dies ist eine Lebensversicherungspolice. Du bekommst Geld, wenn der Policeninhaber stirbt. Ich bin tot, wirklich. Besitzt du irgendeinen Beweis, dass du tot bist? Nun, Herr Neunmal Klug. Nein. Dann sieht es so aus, als ob du nur meine Zeit verschwendest. Aber irgendein Beweis dafür da? Das ging ja nicht, gell? Ich glaube nicht, dass er das mögen würde. Wahrsagen funktioniert damit nicht. Auf den Tisch knallen kann es auch nicht.
Was ist das? Meißel? Rübfrei. Gebe ich dem Rübfrei vielleicht? Ich glaube nicht, dass er das mögen würde. Okay. Ich möchte gerne irgendwas mitnehmen, da liegt volles Zeug rum. Aber da geht nichts. Das habe ich letztens schon versucht. Körper. Schädelstapel. Okay. Bei dem kann jetzt anscheinend echt nichts mehr machen. Es ist Stan. Drücke. Nein. Kann ich das mit dem kombinieren? Ich glaube, das wäre nicht an einer Visitenkarte interessiert. Moment. Kann ich... Oh, da wollte ich gar nicht hin. Kann ich denn dem Typen auf dem Vulkan... Kann ich denen die Visitenkarte geben? Dann holen sie den einfach. Das wär's ja. Hey! Verschwinde hier! Oh. Du störst die Zeremonie! Ups. Schaue durch Tofu-Maske. Igitt. Ich gebe dir jetzt mal die Visitenkarte vom Stan. Mal schauen. Ich glaube nicht, dass er das mögen würde. Okay. Käse? Magst du Käse? Ich glaube nicht, dass er das mögen würde. Kann ich den Käse grillen? Oh ja. Oh. Du Dummkopf! Du hast einem laktoseallergischen Vulkangott Käse gegeben. Weißt du, was das heißt? Du hast den göttlichen Durchfall herauf. Yes! Rennt um euer Leben! Oh oh. Oh shit. Ah, Grill. Der Grill funktioniert. Geschmolzener Käse. Wow. Puh, das war spektakulärer, als ich gehofft hatte. Oh ja, finde ich auch. Sehr geil. Aber da hinten sieht man es nicht. Zum Schiffswrack geht, es nutzt nichts. Lichtung auch nicht. Das sieht man nur im Hotel anscheinend. Das Geile ist, jetzt ist doch eigentlich wieder was los, oder? Am Hotel. Jetzt ist doch wieder die Attraktion da. Die müssen doch voll happy sein. Ich hole mir jetzt erstmal meinen geschmolzenen Käse. So schaut's aus. Kochtopf. Schau in den Kochtopf. Der geschmolzene Käse sieht aus wie gelber Teer. Ach so. Stimmt. Boah, jetzt kann er ja den Schiffsrumpf reparieren. Ist Inhalt von Kochtopf. Auf keinen Fall. Ich will keinen frischen Nacho-Käse. Ich schätze, ich schleife das mal runter zu Haggis. Yes. Hier, Haggis. Dieses Zeug sollte dabei helfen, das Schiff zu flicken. Ha. Ei, Jungchen, das sollte es wirklich. Geil. Die Konsistenz von Teer, aber mit leichtem Pfeffergeschmack. Nun, kann ich jetzt deine Lotion haben? Ei, Jungchen, schnapp sie dir. Ha, die Lotion, jetzt haben wir's. Und damit, klebriger Teersatz. Jetzt habe ich gerade leckerer Teersatz gelesen. Das wird auch passen. Ich befürchte, wir werden Stan noch in Monkey Island 4 und 5 sehen. Nein. Scheiße. Oh nein. Scrazy, einen wunderschönen Morgen. Grüß dich. Nachtspion, gibt's das mit Monkey Island 4, 5? Du meinst einen Stan oder was? Monkey Island 4, 5? Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Blabberhof Escape from Monkey Island und Tales of Monkey Island. Yep. Erstes noch von LucasArts. Achso, die Teile, ob es überhaupt gibt. Ja, ja. Genau. Escape from Monkey Island ist noch von LucasArts. Letztes von Telltale. Von Telltale? Ah ja, deswegen auch die komische Machart. Und beide mit unsäglicher 3D hängen an Pixelfest anstatt zur Rätselsteuerung. Ja, es ist echt unspielbar, soweit ich weiß. Was habe ich jetzt geholt? Genau, die Tantlotion. Lichtung.
Moin, Scrassy. Ja, schön, dass du auch fit bist. Habt ihr eigentlich gewusst, dass ich streame? Oder habt ihr es immer gesehen an den Infos bei Twitch, dass ich jetzt sende? Also so eine Push-Up-Meldung, vielleicht aufs Handy. Normal war ja gedacht, dass ich mittlerweile so feste Streamzeiten habe, dass sich das etabliert. Ich hoffe mal, es hat sich etabliert, dass ich immer schön Retro Freitag und Espresso Sonntag stream, dass jeder Bescheid weiß. Das habe ich ja seit Anfang des Jahres, seit Januar mache ich es jetzt mittlerweile, dass ich immer feste Streamzeiten habe. Und ich glaube, das ist das Beste hier auf Twitch, dass dann auch jeder kommt, ja, dass dann sich so Community entwickelt, und das finde ich sehr geil. Ich glaube, das klappt jetzt auch mittlerweile. So, wir benutzen jetzt mal die glitschige, fettige Handlotion mit verfluchten Diamantring. Mal schauen, ob diese glitschige Fettlotion etwas ausrichten kann. Ja, hoffentlich. Das sollte genügen. Mhm. Und jetzt? Nimm. Der verfluchte Ring ist explodiert. What? Really? Elaines linker Ringfinger. Das ist Elaines Finger, bereit für einen neuen Ring. Okay. Ja, scheiße, ich dachte, der ist jetzt irgendwo im Inventar. Nö. Mist. Ich schaue immer auf die Zeiten, finde das super. Ja, klasse, Nachtspion, klasse. Dann sind es auch Zeiten, die man auch einhalten kann, gell? Also so, wo man halt oft zu Hause ist. Weil ich streame auch immer dann, wenn ich dann wirklich Zeit habe, und das ist immer sonntags morgens, das ist so gut wie sicher, dass ich da Zeit habe. Und Freitagabend geht bei mir normalerweise auch immer. Samstags ist meistens immer schwierig, wenn man irgendwo unterwegs ist am Samstag. Der Ringfinger ist weg. Die Handlotion haben wir noch. Ich würde jetzt mal ins Hotel schauen. Okay. Die Wirtschaftsflaute ist immer noch da. Aber ich rede jetzt trotzdem mal mit dem Meistersuppe. Vielleicht ist der mir unendlich dankbar und gibt mir einen riesen Schatz. Okay, ich glaub's nicht. Geschichte, Meistersuppe. Genau, wie kommen wir eigentlich zur Totenkopfinsel? Wie komme ich rüber zur Totenkopfinsel? Nun, es gab eine regelmäßige Fähre zur Totenkopfinsel. Aber er ging auf dem Meer verloren, als der Leuchtturm kaputt ging. Navigieren war nie seine Stärke. Der Vulkan ist ausgebrochen. Ja. Ja, ich weiß, das Meistersuppe-Imperium ist gerettet. Gern geschehen. Das ist der schönste Tag meines Lebens. Neben dem Tag, als Großvater den Austernkeks erfand, der auch in der Suppe knusprig bleibt. Das freut mich für Sie. Bald wird das Hotel mit Touristen überflutet sein, die den Vulkan sehen wollen. Und ich kann endlich die Show veranstalten, an der ich zuletzt arbeitete, als wir noch Gäste hatten. Was für eine Show ist das? Voulez-vous Vichessoir, ein dramatisches Musical über eine talentierte junge Suppenköchin aus Paris, die auf grausame Weise für ihre revolutionären Ideen der Suppenzubereitung von der Pariser Vereinigung der Köche zerlegt wird. Das wird bestimmt ein großer Hit. Wow, klingt interessant. Und wie läuft das Geschäft? Wie läuft das Geschäft? Oh, das ist einfach wunderbar. Jetzt, wo der Vulkan wieder ausgebrochen ist, werden wir mit Reservierungen überschüttet. Okay, mit dem Ring. Erzählen Sie mir noch einmal die ganze Geschichte mit dem Ring. Der Verlobte meiner toten Großtante stahl den Diamanten und verkaufte ihn an Schmuggler auf der Totenkopfinsel. Sie trug den Verlobungsring bis zu dem Tag, an dem sie starb. Und sie liegt begraben in der Gruft der Familie Meistersuppe. Gestorben an einem gebrochenen Herzen. Das müssen wir noch holen. Ich dachte, das ist auf der Totenkopfinsel, dieser Ring. Ich könnte mich den ganzen Tag über die Geschichte der Meistersuppe unterhalten. Dann müssen wir noch mal in die Gruft. Ich bin immer noch nicht überzeugt. Jeder Meistersuppe ist bestens über unsere noble Familiengeschichte informiert.